Herr Gauss hat zu einer Zeit gelebt, da war das Teleskop gerade mal 200 Jahre alt. Wir sprechen von Zeiten, da war die Technologie noch, ja, noch in Kinderschuhen. Und dennoch hat er es geschafft, solche bahnbrechenden Ergebnisse hervorzubringen. Und nicht nur das, er war ein Sprachgenie. Die Briefe sind voller Emotionalität, voller Leidenschaft. Sag, mit brennenden Farben könnte ich dir ein Gemälde meiner Liebe malen. Und so viele junge Leute können sich wahrscheinlich mit Gauss auf dieser Ebene nochmal verbinden, wenn sie ihn auch als emotionale Person und nicht nur als Genie und Wissenschaftler wahrnehmen. Das war eine tolle Erfahrung, auch auf Deutsch, weil ich bin nicht auf Deutschland und ich habe hier Deutsch studiert. Und das hat mir sehr selbstbewusst gemacht, dass von so vielen Leuten auf Deutsch zu reden und zu spielen. Das Gauss Haus, es hat eine gewisse Anziehungskraft auf mich. Und nach fast einem Jahr Mitgliedschaft habe ich festgestellt, dass ich auch mehr zurückgeben möchte. Das Gauss Haus hat mir sehr viel gegeben. Neue Kontakte, nette Leute, die ich kennengelernt habe. Ja, ich habe Trommel gespielt, um Gauss zu begleiten in seine Trauung oder seine schwierige Zeit. Und ich habe versucht, die Szene, die ganze Geschichte bildlich darzustellen. Und daraus ist dieses Bild entstanden. Das war mein zweiter Beitrag. Heute war eine Chance, um diese, ich glaube, 24 Nationalitäten kennenzulernen. Ja, das war echt gut, man nicht einfach diese Erfahrung irgendwo finden kann. How happy was Gauss when he married Johanna? So in that sense, I really thought, oh, we really have to dance something that is going to be, you understand, like a romantic dance, but also something funny that can show like the emotion of happiness of this person. It was a very, very good possibility for me to learn how to perform and how to take part in the show. And all this teamwork behind the scene with this very good team. And here we are, Gauss and Johanna, maybe just feelings, maybe just some dancers in the street. Wow, that's